Servus YouTube zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Magic 2014. In der Rachekampagne kämpfen wir jetzt gegen Girunda mit ihrem eigenen Deck. Ah, wo ist es? Da. Versuchen wir es mal, wer die besseren Karten zieht. Es ist rein glücksbasiert eher. Wobei, man muss auch dazu sagen, dass das Glück bei mir, ja. Das Problem ist, ich habe halt kein Item. Keine Karte, die mir Länder hinzugibt. Riskant, sehr riskant. Kriege ich die Karten zusammen? Oh, das sieht schlecht aus. Ich komme nicht auf die nötigen 6 Mana. Erst dann beginnt das Spiel zu rollen. Weil der sieht schon besser aus. Oder ihm? Ich weiß immer noch nicht, ist es ein Er oder ein Sie? Schlecht. Also, die Karten sind geil. Aber ohne Mana. Schmerzen. Oh, Schmerzen. Diese Schmerzen. Naja, es ist bloß eine 2-2. Noch ein Land. Ja, wir können auch einfach so warten. In der Hoffnung, genügend Länder zu ziehen. Sobald ich den hab, geht's ab. Stört mich nicht. Die Runde hat auch kein weiteres. Probieren wir es. Land. Gut. Ich dürfte dadurch eine Karte ziehen und ein weiteres Land in meinem Zug ausspielen. Das sind meine 6 Mana. Perfekt. Das sind meine 6 Mana. Geh runter. Bist du auch Mana screwed? Ja, sag mal, was ist denn hier los? Ist es so üblich in der Rache-Kampagne, dass die alle Mana-Screwed sind, meine Gegner? Nicht, dass ich was dagegen habe, aber ich habe jetzt gewonnen. Das ist ein Auto-Win. Jetzt hast du 5. Bringt dir nichts mehr. Du bist jetzt tot. Du bist jetzt tot, weil ich werde jetzt den da verzaubern. Und er wird dich angreifen. Das wird wahrscheinlich die kürzeste Folge ever. Ich glaube, das wird die kürzeste Magic-Folge. Also so einfach habe ich es mir nicht vorgestellt, aber ich bin dir dankbar. Tja, jetzt wäre dein 6. Mana gekommen. Hättest du wahrscheinlich auch den auf der Hand gehabt, ja? Gib's zu. Ja, Karte ziehen. Da kann nicht mehr viel kommen. Karte ziehen. Jetzt kann gar nichts mehr kommen. Du hast verloren. Mensch, zöger es nicht hinaus. Angriff. Das tut mir jetzt leid, dass es so kurz war, aber... Hallo. Ich bin begeistert. Und das war schon Girunda. Ah, jetzt sehe ich es. Er ist ein Mann. Jetzt sehe ich es am Körperbau. Terastodon. 9-9 für 8 Mana. 3 bleibende, die da keine Kreaturen sind. Zerstören. Beherrsche. Nee, das ist scheiße. Das ist doch eine Mistkarte. Du kannst zwar 3 bleibende Karten zerstören. Ja, wobei. Das kann auch manchmal das Leben retten. Muss ich mir überlegen. Aber das war Girunda. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es gegen den nächsten in der Rache-Kampagne weitergeht. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.